Ja, Leute, herzlich willkommen zurück zu Soul Calibur 3. Wir sind jetzt wieder an der Stelle hier. Genau, neuen Gegenstand freigeschaltet. Und jetzt einmal. Habe ich's. Fucking Quicktime Event geschafft! So, ohne sich noch einmal nach den Barrieren umzuschauen, die hinter dem zusammenstürzten. Was? Die hinter ihm zusammenstürzten Schrittzahl, sondern weiter. Nightmare und Siegfried kämpften, den Geräuschen nachzuurteilen, die über den Gang halten, war es eine erbitterte Schlacht. Es interessierte ihn nicht, wer überleben würde, denn der Sieger würde durch Tassalmehl selbst fallen. Genau, und jetzt sehen wir den Kampf. Deswegen lohnt es sich ja, alles zu sehen. Und jetzt haben wir nicht Nightmare als Gegner, sondern Siegfried. Deswegen, es lohnt sich einfach alle Quicktime-Events zu schaffen. Man muss einfach sagen, Soul Calibur 3 ist einfach so ein Bombenspiel. Es wird lange dauern, ja. Sorry, aber ist halt so. So, damit haben wir Siegfried besiegt. Jetzt kommt erneut Abyss. Mal wieder. What I have yearned for all these years is about to come true. What is this? Ach ja, stimmt. So, und verteidigt. Ah, du Penner. Bam. Gut, damit haben wir Abyss auch erledigt. Erneut. Muss anmerken, dass ich Soul Calibur 3, als ich das allererste Mal gespielt habe, echt Probleme hatte mit dem Game. Warum auch immer. Also, es kann anspruchsvoll sein. Na? Hängt vom Charakter einfach ab. Verdammt falsch. Ich hab's schon wieder verkackt. Weil ich rechts gemacht habe und nicht links. Gut, Leute. Wir sehen uns dann gleich einmal wieder. Kurzen Cut. Ach man, das wird so geil heute. Ja, Leute. Da bin ich wieder. So, jetzt killen wir jetzt gerade noch Abyss. Mal wieder. Digga, wie oft habe ich den jetzt getötet? Schon 4-mal? Ja, sehe ich auch. So, Leute, ich will den richtigen sehen. Ich weiß nicht, kann aber auch sein, dass mich das Ding verarscht. Das ist, glaube ich, bei Cassandra oder Sophitia. Das ist tatsächlich Verarsche, weil es ist scheißegal, ob du die richtige Cutscene hast oder die richtige Taste gedrückt hast. Glaube ich jedenfalls, ja. Ja.
curse was lifted, and I was freed from my eternal damnation. I then contemplated how I should spend the remainder of my life. Wishing to leave a record of my lives for the ages, I wrote volumes upon volumes of books. With everything complete, all that remains now is to wait for my time. Wow. Wir haben es geschafft, Leute. Schön. So, 139.000 Gold haben wir. Ein neues Extra bekommen, Lizard und Waffe. Und wir haben die das richtige Ende gesehen. Also das für ihn zufriedenere Ende. Gut. Aber... Zasalamel hat natürlich noch ein paar Endings, die wir anschauen dürfen. Endings sage ich schon. Paar Abzweigungen, die wir uns noch anschauen dürfen. Ja. Ich glaube, ja genau, wir müssen jetzt erstmal zu... also bis Cervantes sind wir jetzt auf jeden Fall. Müssen wir nochmal hin. Und da gibt es dann die untere Methode, die ich dann aussuchen darf. Das Gute ist, die Kämpfe dauern ja echt nicht lange. Auch wenn es geile Maske hat er auch, ey. Bestimmt hört man leider meinen Controller, es tut mir leid. Ja, weil man es jetzt unendlich mal gesehen hat, deswegen. Ich meine, es ist kein Anzeichen oder Indiz drauf, dass ich dass ich das perfekt hinkriege. Wow, da hat er mich noch gefinisht. Krass. Was ein Luck. Er war schneller als ich. Er nutzt auch die richtigen Tasten tatsächlich. Und perfekt geblockt. Nice. Also jetzt sind wir auf Dark Souls Niveau anscheinend. Wow. Ja, zu oft gespielt mit Zasalamel, muss ich sagen. Ja, eigentlich, ja, das ist, weil ich einfach kurz nach rechts gemacht habe. Da hat er nur diesen Mini-Schlechtreichweite gemacht. Da hat er natürlich super Zeit, seinen Angriff aufzuladen. Das ist natürlich doof. Ach ja. Versus Sophitia. Fight. Es nervt halt nur einfach, dass man jetzt 100 Mal das Gleiche halt macht.
Ah, überraschenderweise müssen wir Dings diesmal nicht erledigen. So, jetzt sind wir Pirate White endlich. Was müssen wir den Angriff abblocken? Aber wir haben wenigstens schon mal einen Gegenstand freigeschaltet. Da. Jetzt habt ihr es auch gesehen. Ich finde die Rüstung von Cervantes so cool. Die hat was. Ja, keine Angst, Soul Calibur 4 wird dafür viel schneller, aber deutlich schneller fertig. So. Hier machen wir jetzt auf der Suche nach Land losschwimmen. Genau. Zasalamil schwamm durch die hohen Wellen und schafft es zurück an Land. Während er sich ausruhte, vergewisserte er sich seiner Position und begab sich wieder auf die Reise. Zasalamir Reise ging weiter, er verließ Europa und setzte emsig seine geheime Aktivität fort, um der Umsetzung seines Plans näher zu kommen. Eines Tages kam er in ein Land, in der die Energie des verfluchten Schwertes offensichtlich versiegelt worden war. Das Siegel war von jemandem mit großem Geschick angefertigt worden. Es war sehr schwer zu brechen, aber nach einiger Zeit konnte er es erfolgreich entfernen. Zufrieden wandte sich seiner nächsten Aufgabe zu, als ihm plötzlich eine Schwertkämpferin den Weg versperrte. Ah, Songmina. Guck, da haben wir schon wieder einen neuen Gegner. Oder in dem Fall eine Gegnerin. Deswegen sage ich ja, es macht viel aus. Die Entscheidung alle. Neu zu machen. Zasalamir besiegte die Schwertkämpferin, die ihn angegriffen hatte, nachdem er das Siegel zerbrochen hatte und ließ das Land hinter sich. Die Dichte der aufsteigenden Nebel zeigte ihm, dass seine Vermutung richtig gewesen war. Die böse Energie würde mit großer Wahrscheinlichkeit zum Solage zurückkehren. Sollte dies geschehen, würde seine Kraft beachtlich zunehmen. In einem Land, das noch weiter östlich gelegen war, gab es eine Organisation, die Bruchstücke von Solage sammelte. Nachdem er davon gehört hatte, dachte Zasalamir, wenn das verfluchte Schwert diese Bruchstücke aufnimmt, nimmt er es beachtlich an Macht zu. Um sich die Bruchstücke selbst zu nehmen, begab er sich in diesen Inselstaat. In einem unterirdischen Tempel voll böser Energie entdeckte er Spuren einer erbitterten Schlacht. Es sah aus, als ob zwei von böser Energie erfüllte Menschen hier aufeinander getroffen waren. Die böse Energie war bereits verflogen und er verfluchte die Verschwendung der Macht durch die Kämpfer. Okay. Boah, Digga, was für eine geile Map. Und es ist mal wieder Taki, die einfach scheiße ist. Freue mich schon, wenn ich mit ihr spielen darf. Das meinte ich tatsächlich ernst, ja. Naja, Geschichte zu kennenzulernen, ne? So, die Frau, die ihn plötzlich überfallen hatte, war unerwartet stark und obwohl Zasalm den Sieg erringen konnte, wurde er dabei verwundet. Diese Kriegerin hatte wahrscheinlich den Kampf zuvor gewonnen. Er befreite die böse Energie aus ihrer Waffe und verließ das Land. Um mehr zu erfahren, begab sich Zasalm nach Indien, einem Land, in dem sich Reisende aus Ost und West begegnete. Dort entdeckte er einen Mann mit schwacher böser Energie. Es wäre wohl nicht viel, aber es würde immer noch als Opfer für das verfluchte Schwert dienen. Guck, hier haben wir einfach mal komplett andere Storyverlauf. Also ich meine, ich glaube, wir kommen am Ende trotzdem dahin, wo wir gegen Nightmare oder Siegfried kämpfen müssen, ne? Aber der Weg ist danach anders. Und es ist auch mal schön, einfach nur kämpfen zu können. Sag ich ganz ehrlich. Fühlt sich beobachtet, dann halten wir doch einmal an. Mit besonderen Kräften. Boah, Glück gehabt. Neuer Gegenstand wird freigeschaltet. Perfekt.
Ja, ich lese zu viel. Die Zeit war gekommen, Rette. Ja, gut. Das kennen wir natürlich schon. Jetzt kommt natürlich. Hab den Namen von mir vergessen. Tira. Versus Tira. Fight. You win. I shall send you. So. Ich meine, Siegfrieds Stage wäre jetzt, glaube ich, am kürzesten, aber... Schade, dass wir das nicht abkürzen können, weil wir es ja halt schon so oft gesehen haben, ne? Das finde ich so ein bisschen schade. Und man muss natürlich auch sagen, für PS2-Verhältnisse ist das eine schöne Grafik. Wirklich. Super. Gut, ich meine, das hier erkennen wir jetzt alles. Ich wollte einfach nur den Storyverlauf. Also die Abzeigung wollte ich sehen. Die nächste war dann, glaube ich, genau, dass wir nicht Rock angreifen, sondern der mit Wissen. Puh. Ich werde müde. Ja, das gute Ende werden wir natürlich nehmen, ne? Sofern es per Quicktime-Event funktioniert, ne? Hat er verdient. Wobei es halt trotzdem eher merkwürdig ist, ne? Soul Calibur 3. Welcome to the new stage of history. Jungs. Wieso gibt es Staatselektro komplett rauskicken? Digga, nur damit ich diese Kacksequenzen sehe. Ist das euer Ernst? Really? Oh. Ja, kleiner Cut. Wir sehen uns dann, wenn ich da bei Dings bin. Ich muss da mal den Durchlauf nochmal neu machen. Weil, ja. Wir hätten ja Items bekommen können.
Bis gleich. Ja, Leute, wisst ihr was? Ich spiele einfach weiter, weil im Grunde, ich schalte ständig hier irgendwas frei und wenn irgendwie doch am Ende irgendwas fehlt, ich will hier sowieso keinen 100% Run machen. Deswegen, wir machen jetzt einfach ganz normal weiter, dass wir die ganzen... Weil wir haben jetzt die Endsequenzen alle gesehen gehabt, jetzt will ich gerade noch diese Route machen. Fürs Let's Play habe ich es geschafft. So, ne, das reicht mir. So, das Wissen um Soul Edge durfte sich nicht mehr als nötig ausbreiten. Jeder musste sich so verhalten, wie er es vorgab. In der spanischen Stadt Toledo gab es einen Mann, der Informationen über das verfluchte Schwert sammelte. Zasalamel ging nach Toledo, um diese Bedrohung zu beseitigen. Er konnte das Haus des Mannes in Brand stecken, doch wurde er von einem Mädchen entdeckt, das das Haus zu bewachen schien. Oh, Cassandra. Lustig, dass das Haus wirklich in Flammen steht. Digga, man muss aber auch sagen, die Maps sehen einfach unfassbar geil aus. Man merkt einfach, wie viel Zeit Bandai da reingesetzt hat. So, Schild und Schwert des Mädchens strahlten die Macht der Götter des Olymp aus. Zasalamel besiegte sie schließlich mit seiner Stärke. Soul Edge war einst von jemandem zerstört worden, der ebenfalls die Macht des Olymps besaß. Er hatte eine noch größere Bedrohung als das Wissen des Mannes in Toledo beseitigt. Als er das brennende Haus zurückließ, wandte er sich dem Ort zu, an dem er Nightmare erweckt hatte, die Ruine von Ost-Rheinsburg in Ost-Rheinsburg Castle. Warum schwimmt er da eigentlich? Interessant, dass Tyra hier kommt. Deswegen sage ich ja, es lohnt sich einfach mega, einfach alle Routen zu spielen. Einfach um alle Dialoge kennenzulernen. Das von böser Energie umgebene Mädchen konnte entkommen. Wahrscheinlich war sie eine Dienerin des verfluchten Schwertes. Das Schwert setzte anscheinend alles daran, sein Überleben zu sichern. Sehr gut. Wenn Soul Edge seine Macht wieder erlangt hatte, würde auch das Seelenschwert versuchen, ihm Einhalt zu gebieten. Und wenn das geschah, würde Zasala mir zur Stelle sein. Okay, genau. Oben haben wir schon mal gemacht, dann waren wir gleich unten weiter. Auch andere als die, die Soul Edge zerstören wollten, konnten ihm gefährlich werden. Digga, dreimal die. Was zu fick. So, die Macht des Schwerts wussten und sich dieser bedienen wollten. Durch eine Vielzahl von Schlachten war die Macht des verfluchten Schwerts weit verteilt. Es wäre eine Verschwendung, sollte ein unwürdiges Wesen versuchen, sich eines Teils dieser Macht zu bedienen. Schlimmer noch, es würde denen, die das Schwert zerstören wollen, wahrscheinlich noch helfen. Raphael, ja klar, passt. Ein neuer Gegenstand, weil wir kriegen hier sowieso ständig irgendwas. Ja, sich beeilen bedeutet einfach nur, den Kampf hier skippst du. Aber hier könnte man eventuell irgendwas freischalten. Oh, Amy. Die ist, glaube ich, hier in Dings, in dem letzten Modus, den ich spielen werde, sobald mit allen Charakteren durchgeschafft habe. Und wir kriegen noch einen Gegenstand, deswegen. Ja, man wird ja hier sowieso zugeworfen, deswegen. So, Zasalamel bastelte weiterhin heimlich an seinem Plan, doch er zitterte plötzlich seine Gedanken. Der Teil seiner Psyche, der den Tod herbeisehnte, schmerzte ihn. Okay, das kennt man irgendwo her. Genau, zum Uhrenturm geht's wieder. Okay, dann scheint es, dass wir wieder auf normaler Route kommen.
sympathetic soul who wishes to find peace in death. How laughable. Fight! Den Plan endlich durchführen oder noch weitere Vorkehrungen treffen. Was auch immer das bedeutet. So, zur Salome-Reise ging weiter, nachdem er von einer Organisation in einem fernen östlichen Land gehört hatte, die Bruchstücke von Soul Edge sammelte, dachte er, wenn das verfluchte Schwert diese Bruchstücke aufnimmt, es brachte ihren Macht zu, sollten diese Bruchstücke ihre Macht verlieren, wäre das ein großer Verlust zu sammeln, machte sich auf den Weg nach Osten, um sich die Bruchstücke zu beschaffen. Setsuka. Ach, die war in dem Bild da. Ich hatte die irgendwie ein bisschen anders erwartet, aber okay. Oha. Aber schöne Map wieder. Also, man muss einfach sagen, die Schlachtfelder sehen einfach unfassbar super aus. Boah, ich hätte jetzt gerade richtig Bock auf Samurai Warriors. So, neuer Gegenstand. Untergrundsaktum. Zasalamil begab sich zur Insel Nation, wo die Organisation angeblich agierte und besiegte eine Schwertkämpferin, die nach Soul Edge suchte. Trotz allem sah es so aus, als ob diese Kämpferin nichts mit der Gruppe zu tun hatte, die er verfolgte. Danach entdeckt er in einem unterirdischen Tempel voll böser Energie Spuren einer erbitterten Schlacht. Es sah aus, als ob zwei von böser Energie... Okay, kennt man. Taki müsste es dann sein. Ja, das heißt ja, der erste Teil war das, was wir sehen wollten. Dann werden wir wahrscheinlich bei Takis Story sehen, was sie hier, mit wem sie tatsächlich gekämpft hatte. Würde ich jetzt mal behaupten. Ich gebe dir einen Tempel, ja. Mit Energie. Warte mal. Einmal weiter wieder reiste er westwärts und erörte von einem Tempel in Ägypten, der bei einem Angriff durch ein Schwert zerstört worden war. Das einzige Schwert, das dies vollbringen könnte, war Soul Edge. Es war sehr unwahrscheinlich, dass Siegfried etwas tat, das so viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen würde. Dies war die Handschrift von Nightmare. Tassalamil reiste nach Ägypten, um zu prüfen, wie die Wiederherstellung der Macht des verfluchten Schwerts voranschritt. Aber wir kämpfen hier gegen Yun Song. Und tschüss. Natürlich fühlt er sich beobachtet. Ich nehme immer die Herausforderung an, sage ich ganz ehrlich. Okay. Okay. Verliere ich aus dem easy einzigsten Grund, dass ich machen kann, was ich möchte. Er kriegt kein Damage. Deswegen habe ich verloren. Also er kriegt Damage, aber er ist nicht gestunt davon, ne? So, Lost Cottage Wild kennen wir ja schon. Ja, und der hat halt die ganze Zeit drauf gehämmert. So, was soll ich da noch machen? So, Dira erneut. Gegen Double Tira, super. So, diesmal drücke ich aber nicht Start und Select. Aber nach diesem Durchlauf werde ich den Part beenden. Weil wir sind dann tatsächlich mit Zasalamil fertig.
Also wir haben alles gesehen. Da. Lädt mir zu langsam, ich dreh durch. Ist mir zu langsam. Ja, also, wie gesagt, das Projekt wird ja auf jeden Fall ein bisschen länger dauern. Ist mir auf jeden Fall bewusst. Aber... ja. Ich wollte es schon immer durchhaben. Ja gut, das Soul Calibur kommt dann erst auf der PS3 wieder zurück. Außer ich entschließe mich, Soul Blade für die PS1 zu spielen, was höchstwahrscheinlich passieren wird. Na, also dass wir es gespielt haben. Wobei ich mir da nicht wirklich sicher bin. Ja, wegen der Story halt so, ne? Es hat nicht so wirklich eine Story. Finde ich, also. Deswegen, aber... ich tippe mal, ich werde es trotzdem spielen. Aber es wird einige Ausraster mit sich bringen. Digga, die Map sieht einfach so geil aus. Ich hoffe natürlich nicht, dass die anderen Charakter auch so viele Weggabelungen haben wie jetzt bei Cessala Mielner. Schneller durch. Deswegen. Ja, ich bin einfach hinterher, einfach schneller durch zu sein. Ich weiß nicht, das kann sich vielleicht für den einen oder anderen echt assi anhören, weil ich wünsche, dass die Spiele schnell vorbei sind, und man wünscht sich eigentlich das Gegenteil. Ja, ich möchte einfach Spiele durchhaben. Na. Ich möchte meine Sammlung endlich verkleinern. Endlich mehr Spiele beendet haben. Na. Klar, ist jetzt nicht gut, mit Soul Calibur 3 anzufangen, das ewig dauert, aber ich habe ja auch Soul Calibur 2 einfach gespielt, oder? Deswegen. Ich weiß leider nicht, wie ich jetzt die Woche Zeit habe. Deswegen muss ich mal gucken, wie viel ich davon aufnehme. Deswegen seid gespannt. Gut, damit haben wir das geschafft. Wir haben 107.500 Gold gekriegt, also immerhin kriegen wir Gold gut. Und ein paar Gegenstände haben wir auch freigeschaltet. Dreamblade und ja, also wie gesagt, Waffen, die wir jetzt kaufen können. Oh, Mission Leicht ist jetzt im Modus Seelenarena erhalten. Aha. Was auch immer Mission Leicht ist. Aber schön, supi. Gut, dann würde ich sagen, war's das von Soul Calibur für heute.
und sehen uns dann im nächsten Part. Da werden wir dann, glaube ich, mit Sophitia weitermachen. Oder Cassandra. Ne, Cassandra, ne? Ja. Mit Cassandra werden wir da weitermachen. Freue ich mich schon drauf. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.